Hey, meine Lieben, und willkommen zurück zu Darkheart, Flug der Harpyien. Und wir sind aus dem Dorf geflüchtet mit Ach und Krach. Die haben uns aber auch ganz gut mit Pfeilen beschossen. Aber gut, wir sind entkommen. Unser Wagen ist zwar kaputt, aber wir sind entkommen. Noch. Weil da vorne steht schon ein böser, böser Werwolf. Und hier ist so ein Wegweiser, wo der Vogel eine Kapuze auf hat. Das finde ich schon irgendwie süß. Ja, da sieht man es doch mal, aber ich glaube, die gehört nicht ihm. Da haben wir auch eine Eichel. Vorsicht, Reisender. Sie betreten den verbotenen Wald. Hinter diesem Punkt wird Ihnen niemand helfen können. Ah, ja. Gut. Okay, lass mich raten. Der Baum lässt uns nicht durch. Der Baum sieht wütend aus. Ich glaube nicht, dass er mich durchlassen wird. Ja, und hier so was mit. Hier haben wir auch was zu mitnehmen. Hier was. Ausgangspunkt. Findet das erste Sammelobjekt. Hä? Okay. Jetzt müssen wir noch was sammeln. Jetzt müssen wir irgendwelche Monster sammeln. Gut, dann habe ich das. Ich hoffe mal, ich habe in den ersten paar Screens keine Monster übersehen. So. Einfach nochmal ein bisschen hier rumgucken. Da schauen uns böse Augen an. Da haben wir wenigstens jetzt einen Pfeil. Das ist verschlossen. Diese hungrigen Ameisen können mir aber dabei helfen, es aufzubeißen. Mädel, du glaubst, du verwechselst Termiten mit Ameisen, aber gut. Geladener Bogen. Ja, okay, dann sagen wir uns so einen netten hier Werwolf mal hallo. Ja, das ist gemein mit diesem Doppelding hier. Ja, dass sich so ein Werwolf beeindrucken lässt mit einem Pfeil in der Schulter. My thanks to you, brave traveler. I thought I could reach my house safely, but that werewolf was faster. I thought my days on the earth were at an end. I beg you, help me to reach my house, where I can tend to my wounds. Okay, heile den Druiden. Auch nächste Aufgabe. Gut. Dann gehen wir mal zu seinem Haus. Ein sehr schönes Haus, muss man dazu sagen. Okay, jetzt erstmal das, die Sammelobjekte hier wieder finden. Da habe ich das eine schon gesehen. Jetzt fehlt einfach noch das Herz. Wo haben wir denn das Herz hier? Wir brauchen doch noch das Herz. Alter, das Herz muss jetzt extrem gut versteckt sein. Oder so positioniert, dass es nicht einfach zu sehen ist. Bitter Schwede, ey. Ich sehe das Herz leider nicht, Freunde. Kann doch jetzt nicht sein. Muss ich näher ran. Also wir scannen es jetzt mal ab hier, also so wie ich es immer mache. So, wo könnte hier das Herz sein? Weil da auf dem Dach haben wir ja das Kaminobjekt gefunden.
Ihr werdet das glauben oder nicht glauben. Ich sehe hier kein Herz. Da haben wir eine Kerze, da fehlt. Hier fehlt ein Medaillon. Hier ist auch kein Herz oder sowas in der Richtung. Diese Biene ist wütend. Sie wird nicht zulassen, dass ich den Honigtopf mitnehme. Mal den Honigtopf so mitgenommen. Bienen bestäuben doch die Blumen richtig. Wenn ich eine magische Blume finde, werden sie mir etwas magischen Pollen geben. Ja, das mit Sicherheit. Dass ich hier das Herz nicht sehe. Ich meine, es hieß ja Herz und Kaminobjekt und Monsterskulptur. Aber ich sehe halt, wie gesagt, ich kann jetzt hier nochmal durchgehen. Ich bin ja gründlich, was das angeht. Ich schaue mir jetzt jeden Gegenstand hier an, jede Pflanze, jeden Bereich. Aber hier ist halt eben ums Verrecken kein Herz. Hier ist auch kein Herz zu sehen. Nur ein Kescher ohne Netz. Eine Totemteil. Mehr kriegen wir nicht. Finde ich echt schade. Warte mal, wir können ja mal den hier mal durchnehmen. Anscheinend gibt es nur das hier auf dem Dach. Sonst wird mir hier nichts gerade angezeigt. Also man sieht es hier sehr lila umrahmt. Okay, dann ist hier leider nichts. Finde ich schade. Ich glaube, wir können jetzt nichts anderes machen, als hier ins Haus zu gehen. Oh. Don't be alarmed. This is my watchdog. Allow me to calm him down and let us pass. Ja, wie? Ach so. Ach gut, gut zu sehen. Aber komischerweise hier außerhalb von der Szene sieht die Fleischreste-Pflanze komplett anders aus. Finde ich schon interessant. What do I see? This meddlesome woman still lives. Not for long. Release the manticle and bid him to bring her to me alive. Oh. Nicht gut. Damals Herz. So, ich schaue mich trotzdem um, ob es hier irgendwie. Okay, jetzt habe ich schon wieder was ich euch irgendwie präsentieren kann. Das Gesicht hier unten, wo mein Pfeil dran ist, das erinnert mich extremst an aus dem Spiel Skyrim, den Bösewicht Mirak. Da werde ich euch auch mal hier so ein Beispielsbild geben. Vielleicht ist es ein bisschen angelehnt an ihn, ich weiß es nicht. Kann auch Zufall sein. Aber hier sehe ich zum Beispiel nichts sich verändern. Ich meine, okay, man hat den Strategieführer schon gesehen, dass da nur da oben links das Herz ist. Ich zeig's euch nochmal hier, schaut mal, wenn man jetzt hier drauf geht. Das Einzige, was hier einzusammeln ist, ist das Herz hier oben. Das haben wir ja jetzt schon geholt. Hier haben wir das Amulett für draußen. Ich muss die Anweisung genauestens befolgen. Und ich hab Schluck auf.
Das haben wir schon mal. Ich muss einen Heiltrank hinzu. Was? Heiltrank hinzugeben. Hier fehlt ein Kopf. Ja, der ist da hinten. So, das haben wir jetzt auch schon mal gemacht. Mehr können wir gerade aktuell hier nicht machen. Ich glaube, einen Honig muss ich ja gar nicht hinsetzen. Komm, der muss ich jetzt mal hinlegen. Muss die Wunden des Druiden mit einem Heilverband behandeln. Und da soll er sich erstmal ein bisschen ausruhen, ja? Alter Mann. So, das können wir hier einsetzen. Dann haben wir diese magische Blume. Wenn wir jetzt den Bienen hingehen, vielleicht helfen die uns ja. Hier bitte. Das war jetzt dezent ein bisschen gruselig, aber gut. Magische Pollen. Ich glaube nicht, dass die magischen Pollen dazugehören. Nee. Hier sieht man eine grüne Flasche. Hier haben wir den Verband, den wir da hingelegt haben. Ich glaube nicht, dass ich das hier einfach reinschütten kann. Der Honig vielleicht rein? Nee, kann ich auch nicht reinkippen. Alles klar. Also ich brauche diese grüne Flasche irgendwo. Du brauchst irgendein Amulett. Hier haben wir eine Laterne. Hier fehlt das Amulettteil. Ja, ach, mach Sachen. Gut. Okay, die Spinnenlaterne können wir gleich mal nutzen. Was zum Anzünden wäre auch nicht schlecht gewesen. Sowas wie ein Streichholz oder so. Haben wir aber leider nicht. So, es geht hier irgendwie noch raufwärts, aber das ist für uns irrelevant anscheinend. Gut, was fehlt denn noch? Uns fehlt diese komische grüne Flasche. Aber mehr können wir hier nicht machen. Ich sage, ich will jetzt wieder zurück und. Ach so. Der lässt uns ja immer noch nicht durch. Aber. Ah, wartet mal. Honig und Ameisen. Jo, aufgesperrt. Okay. Das nennt man jetzt wieder so ein Wimmelbild für sich. Ah, da brauche ich die Flügelteile. Hallo, Waschbär. Also ich brauche ein alter Schwede. Das ist ganz schön anspruchsvoll jetzt. Brauche noch sowas wieder nochmal wie ein Messer hier. Wo ist denn hier ein Messer? Oder ein Schuh des Manitou? Ach da, der Stiefel ist direkt da, wo der Waschbär die ganze Zeit reinguckt. Ich brauche aber nochmal sowas wie ein Messer. Wo ist denn hier ein Messer? Auch ein Messer, ein Dolch oder ähnliches. Oh, das war auch eine Art. Okay. Hier, da haben wir diese Injektur.
Sind wir zurück? So, mein Lieber, hier, bitteschön. I owe you a great deal, my lady. My life, in fact. I know every bush and tree in this dark forest and can help you find your way up the mountain. But there are rumors, frightful stories about a dark mage of great power. Some say the harpies are under his command, they and other even more dangerous creatures. But I know of someone who may be persuaded to help us. Okay, dann kommst du wieder mit, oder wie? Ja, er kommt wieder mit. Ruf den Freund des Druiden. Also, ich glaube, hier ist schon alles erledigt. Fast alles erledigt. Wir brauchen hier noch diese Baummarke für den Schädel. Ich glaube, sonst können wir jetzt gerade hier aktuell hier nichts machen. Ich hoffe mal, unser Druidenfreund kann den Baum beruhigen. Der scheint mich ziemlich böse zu sein. This tree is angry with us. We are not welcome here. A touch of magic pollen should calm it down. Habe ich doch gerade schon versucht. Hier bitte. Ach, jetzt auf einmal ist er nett. Okay, hat voll das liebe Gesicht jetzt, der liebe Baum. Die Harpien, ich bin jetzt ziemlich nahe dran. Das auf jeden Fall, da oben haben wir schon mal unser Sammelobjekt Nummer Uno. Ich will mal halt schauen, ob es jetzt noch hier ein Herz gibt oder das so ein Pistarium-Monster. Also nee, ein Herz sehe ich jetzt hier zum Beispiel nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Normalerweise sind bei einem Ort immer zwei Gegenstände. Also war bis jetzt bei mir der Fall so. Okay, dann gucken wir erstmal den Baum hier an. Mechanischer Arm, alles klar. Und ich glaube, dass das Tier da drin ist nicht so böse, wie es hier dargestellt wurde. Irgendjemand versteckt sich hier. Es ist aber zu dunkel, um zu sehen, wer es ist. Also ich würde mal tendieren zu einem Eichhörnchen oder sowas. Hier ist nichts. Eine Menge. Hier ist ein Bach. Im Wasser liegt ein Teil eines Amuletts. Ich komme aber nicht heran. Okay, dann müssen wir das irgendwie anders hinkriegen. Ah, da haben wir schon mal ein Stück des Amuletts. Die Dornen des Busches sind sehr spitzig. Ich kann das Netz nicht mit bloßen Händen entfernen. Ja, wahrscheinlich mit einem Handschuh, oder? Okay, das ist schon mal das Netz für den Kescher. Damit können wir wahrscheinlich das Amulett da unten hier erreichen. Als hätte man das jetzt nicht mit bloßen Händen auch rausfischen können. Was können wir hier noch machen? Können wir hier noch Wasser hier oder was? Ah ne, schaut mal. Totemteil. Okay, wir gehen jetzt aber nochmal per Schnellreise nochmal zurück in das Haus. Ach, das kann ich nicht, weil es jetzt abgesperrt ist. Nee, das Haus destruieren müssen. So, weil jetzt kümmert das mich so machen. So machen. Oder es wird ein Rätsel daraus. Ja, nee, ist klar. Also das müssen wir jetzt richtig rumschieben. Also es sind Schieberätsel. Jawohl. Oh, das ist so, ich rutsche komplett auf ein Eck zum anderen Eckteil.
Oh je, oh je, oh je, oh je. Das finde ich so semi-gut gerade. Weil ich glaube, wir müssen es einfach nur zusammenkriegen, vermute ich jetzt mal. Vermute ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt perfekt mit in der Mitte reinsetzen müssen. Okay. Dann machen wir es mal Hatte ich doch recht. So, und wir kriegen jetzt Streichhölzer. Und eine Beschwörungsschriftrolle. Jawohl. So, wir gehen mal kurz raus. Das heißt, wir können jetzt hier die Kerze anzünden. Jawohl, da haben wir eine Lichtquelle. Könnte auch perfekt hier reinpassen, das Totemteil, aber das wird nicht sein. Das wird nicht so sein. Sollen wir sehen, wer verbirgt sich denn da in den Dunkeln? Ein Eichhörnchen. Ja, hier bitte, hast du was zum Knabbern? Und wir kriegen das, was er da drin hat. Ein Totemteil. Aber apropos Totem. Schaut mal. Zack. Haben wir ein fertiges Totem. Das wahrscheinlich hier reingehört. Nee. Das ist ein Ort, von hier aus kann ich den alten Freund herbeirufen, um dir zu helfen. Ja, okay, dann setze ich dich mal hier hin. Bitteschön. Ja, warte mal. Bitteschön. Alter! Weißt du, so ein kleines Totem im Inventar und so, du stellst es hin, riesenfett groß. Okay, wir müssen die Symbole danach nachmachen. Also das hier und das hier. Ja, mach's komplizierter, hast schon recht. Das hier, ich schätze mal das hier. Das hier auf jeden Fall und das hier. Ne, und das hier. Oh, ein Baumhirte. Baumbart. Jetzt haben wir schon Outlast drin, jetzt haben wir Skyrim drin, jetzt haben wir, was die hier die Steine hier angeht, jetzt haben wir schon Diablo 2 hier drin, jetzt haben wir Herr der Ringe nochmal wieder drin. Hi! Who dares to summon me and disturb my slumber? When the entire forest is fast asleep. The path you must travel to reach the peak is long and dangerous, but the evil creatures who lurk there are now threatening the forest and all who live here. So we are allies. I will help you reach your goal. Okay, danke, Baumbart.
Nimmt er mich jetzt Huckepack oder was? Okay. Das sieht auch voll nach so einem Minispiel, so ein anderes Spiel aus auf einmal. Aber meine Freunde, ich sehe, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, wir haben jetzt sau viele Elemente drin. Ich werde immer da an der Stelle hin ein Bild hinzufügen, wo ich meine, das kommt aus einem anderen Spiel oder ist an ein anderes Spiel angelehnt. Falls ich es mal vergessen sollte, seid mir nicht böse, weil ich bin auch nur ein Mensch, ich bin nicht perfekt. Aber egal. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dark Heart, Flug der Harpyien.